Was geht ab, meine Sieg-Fighter Hoser hier, und heute werden wir gleich zusammen für den neuen LS Super Saiyan 4 Vegeta und den neuen LS Super Saiyan 4 Goku, beziehungsweise haben wir das schon getan. Ihr werdet aber die Highlights aus dem Stream sehen. Ich würde gerne zuvor noch auf die wichtigen Informationen eingehen, vor allem wegen den Coins hier. Nämlich, die Banner sind live, Freunde, für 400 Stunden gibt es einen Discount. Der vierte Multi wird kostenlos sein, wie es üblich ist bei einem Dual Dokkan Festival Banner. Aber was hat es mit diesen Coins auf sich? Nämlich, für Summon bekommt ihr von diesem Banner die Coins. Aus dem Banner, hier wird es angezeigt, vom Goku bekommt ihr die roten Coins, von Vegeta auch die roten Coins. Es gibt noch blaue Coins, aber die bekommt ihr für Sam beim Elder Kai Banner. Und mit diesen Coins, mit diesen roten Coins, könnt ihr eben Charaktere aus dem Barbershop holen. Wie bekommt man diese Coins? Pro 5 Dragonstones, die ihr in den Bannern von Goku oder Vegeta ausgibt, bekommt ihr einen roten Coin. Pro 5 Dragonstones heißt, ein Multi, den ihr macht, indem ihr Dragonstones verschwendet habt, bekommt ihr 10 Coins. Welche Charaktere könnt ihr euch mit den Coins holen? Nämlich folgende, Freunde. Das sieht erstmal richtig brutal aus. Man kann tatsächlich Elevito, Goethe etc. holen aus den Bannern. Im Endeffekt sind das alle Charaktere, alle Dokkan Extreme Charaktere, die featured in beiden Bannern sind, außer LS Super Saiyan 4 Goku und Vegeta. Sieht erstmal sehr schön aus, aber das eine ist, man braucht sehr viele Coins. Also muss man quasi sehr viel sammeln. Und das andere ist, man kann quasi diese Charaktere nur holen in den nächsten 33 Tagen. Aber diese Coins, ich habe jetzt zum Beispiel 90 Coins, die ich gesammelt habe. Und diese Coins, die sind permanent immer in eurem Inventar. Nach 33 Tagen gehen zwar die Charaktere hier offline, aber wenn dann quasi ein neues Dokkan-Festival-Banner kommt, dann bin ich mir sicher, dann kann man quasi die Dokkan-Festival-Charaktere, die in dem neuen Banner featured sind, alle mit den Coins hier eintauschen, außer den neuen Charakter logischerweise. So funktioniert das Ganze mit den Coins, Freunde. Das sind die roten Coins, das sind die Elder-Coins, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, wir gehen rüber zu den Summon. Viel Spaß dabei. In LR Super Saiyan 4 Gokus Banner haben wir folgendes: LR Super Saiyan 4 Goku natürlich auf jeden Fall. Wir haben LR Vegito. Die Banner sind richtig gut. Es sind zwar 10 SSR Featured. Heißt 5% aufgeteilt durch die Featured-Anzahl, durch 10. Und 5% durch nicht Featured. Aber es ist einfach LR Vegito und LR. Die zwei neuen LR am Start bei Goku. Und bei Vegeta ist es folgendermaßen. Und die anderen Charaktere, die da auch Featured sind, sind auch sehr, sehr gut. Ihr habt es gerade gesehen: Ui Goku, der Goku, Freezy und so und so fort. Evo Vegeta. C17 Talis, weil Vegeta mich drauf geschaut, was mit dem abgeht und so weiter und so fort. Das sind die Charaktere, die Features sind, Freunde. Da würde ich sagen, gebt mir mal ganz kurz das Ergebnis. Ich habe euch gefragt, bei wem soll ich zuerst sammeln. War es Vegeta oder Goku, Freunde? Kann mir das jemand durchgehen von den Mods? Dann legen wir auch gleich los. Ich wünsche jedem, der sammelt, Freunde, sehr, sehr viel Glück bei den beiden Charakteren. Unterschätzt die Ella nicht. Sie sind sehr, sehr gut. Das Problem ist, es scheint so. Vegeta hat gewonnen. Okay, dann fangen wir bei Vegeta an. Erstmal direkt mit dem ersten Summon. Es scheint so. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht oder auf Twitter ein bisschen durchgelesen. Es scheint natürlich so für den einen oder anderen, dass sie ein bisschen, ich habe zumindest mehr erwartet, ein bisschen lame sind von der Animation her. Die Sache ist nämlich, falls ihr es gemerkt habt, ihre SR-Animationen, die sind sehr ähnlich wie der Battlefield Goku und wie der Battlefield Vegeta. Die Sache ist nämlich, diese Charaktere wurden um eine Zeit herum um Battlefield schon gefertigt, sage ich mal. Also da waren sie schon in Bearbeitung und deswegen haben sie ältere SC-Animation und nicht so wie Gogeta Blue, Broly und Rosé zum Beispiel. Die SC-Animationen sind richtig geil. Man merkt es, dass sie ein bisschen veraltet sind von den SC-Animationen her. Heißt trotzdem nicht, dass sie schlecht sind. Sie sind wirklich sehr, sehr gut. Das Brutale ist bei ihnen ihr Active Skill. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen, denn ihr Active Skill ist folgendermaßen, wenn ihr das aktiviert, tun wir da mal den Track zur Seite. Active Skill, wenn ich noch eines sagen darf zu den Charakteren, und ihr seht schon, wir bekommen die Coins, 10 Stück für eine Multi. Active Skill ist halt, ab Anbeginn der vierten Runde bei den Charakteren könnt ihr das aktivieren und das ist ein Zusatz. Heißt, wenn ihr das aktiviert, dann tut ihr direkt Super Attacken und könnt danach noch eure komplette Rotation angreifen lassen. Also das ist wirklich ein sehr schöner Bonus. Bei einem Super Battle zum Beispiel kann das jemanden den Hintern retten, sage ich mal. Wenn ihr quasi kaum Leben habt, aber euren Active Skill aufhebt und den dann aktiviert, zack, dann gewinnt ihr quasi. So in dem besten Szenario. Jedenfalls, der erste wird über nichts. Wir machen mal weiter mit dem zweiten Multi Sum. Wir können einen Durchlauf bei Vegeta machen, wie gesagt. Heißt, wir sind jetzt schon im zweiten Multi, einen bei Goku. Welchen würde ich gerne haben? Ich sag euch folgendes, okay? Ich hätte natürlich gerne Vegeta, so ist es nicht. Aber ich finde, Kakarot ist besser und nützlicher. Wegen seiner Kategorie und weil er direkt einen Attack Boost hat. Super Saiyan Gott! Weil er direkt einen Attack Boost von 80% hat. Weil bei solchen LR-Charakteren, da macht es keinen Unterschied, ob sie mehr Verteidigung haben oder nicht. Sie tanken gut, so oder so. Da macht es mehr einen Unterschied, beziehungsweise man merkt es,
wenn einer seine Attack aufbauen muss wie Vegeta. Und Goku auf der anderen Seite hat direkt 80%. Vegeta muss alles aufbauen. Goku hat bessere Leader-Skill auf jeden Fall. Also seine Kategorie ist besser gedeckt. Und Goku hat auch bessere Linking-Partner in seiner Kategorie. Und hier, oh Gott, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Gar nichts geht ab. Ah, Pan geht ab. Okay, alles klar. Das war's. Was? Zwei Multis nur GSSR. Also ist es heute so ein Tag oder was? Hab LS Super Saiyan Goku im Multi gezogen. Ich weine. Gratuliere dir. Gratuliere dir. Cosplay. Ich habe keine Cosplays am Start. Sorry, Freunde. Keine Ahnung, ob ich mir jetzt ein Fell aufpacken soll oder lange Haare. Geht leider nichts. Bin leider gerade erst heimgekommen. Aber statt ein Cosplay hätten wir vielleicht einen Hashtag für mich. Ganz ehrlich. Hätten wir vielleicht einen Hashtag für mich? By the way, vielen Dank für die ganzen Zuschauer, die am Start sind gerade. Hashtag Vegeta, damit in dem holen. Hashtag Vegeta, ist das ein Ding, Freunde? Bitte ja. Ah, zweimal GSSR. Ja. Raids sind, wie gesagt, normal. Man muss sich nicht wundern, aber man will natürlich... Man will natürlich was Feature ziehen. Natürlich werden jetzt nur GSSR. Mehr über den GSSR wäre wirklich nice. Oh, wartet mal. Das war gerade überhaupt nichts. Das war tote Hose. Ich musste den Hype vom Film mitnehmen. Der Film war, by the way, wirklich übertrieben gut. Und den Hype vom Film muss ich jetzt irgendwie mitnehmen. Den muss ich jetzt irgendwie mitnehmen. Wartet mal, Freunde. Wir brauchen ein bisschen mehr Hype-Musik. Das ist da gerade zum Einschlafen. Also! Da schreibt eine Hashtag Thales. Marboy, der hat mich. Der hat mich auch an der Stelle. Ich finde, die SSR-Version von den Charakteren sieht so geil aus, weil im Hintergrund ist Golden Osaru. Okay, die ganze Crew ist am Start. Von Animationen hatten wir bis jetzt eigentlich nicht so was Geiles. Okay, jetzt haben wir Super Saiyan 3. Jetzt haben wir ein bisschen was. Die ganzen Crews sind am Start. By the way, vielen Dank für die ganzen Follows, die reinkommen, Freunde. Ich werde es gleich appreciaten auf jeden Fall. Aber ich habe es abgestellt, wie gesagt, weil die Animation dazu führt, dass das ein bisschen laggt, das Ganze. Thales oder Vegeta? Ich sag natürlich erstmal LR Super Saiyan Vegeta, ne? Also, wenn die LR Super Saiyan für Vegeta ziehen, dann ist es. Ne, es ist erstmal Fokus bei dem. Vegeta Pride! Vegeta Pride ist gar nichts. By the way, den Thales behaltet ihr. Ist wirklich ein sehr guter S-Charakter. Gibt jedem verbündeten Key Booster Attack und 30%. Da kommt auch schon oft. In den Ticketbahn wird er wahrscheinlich auch oft kommen. Okay, das ist nichts. Was? Was? Drittes Mal GSR. Oh! Was? Filmhype! Ja, natürlich. Der ist jetzt auch in allen anderen Bannern nicht featured enthalten. Und der im GSSR-Slot ist ein Dupe, da sage ich auf gar keinen Fall nein. Wie gesagt, auf gar keinen Fall nein. Den nehmen wir auf jeden Fall an. Aber wir kommen dann schon bei Vegeta zum letzten Multi. Und wir haben bis jetzt nur den GSSR. 1000 Zuschauer, Freunde. Vielen Dank, dass ihr alle einschaltet, dass wir hier gemeinsam zusammen können. Okay, bei Vegeta, das war gerade gar nichts. Können wir bitte wenigstens ein Multi bekommen? Mit mehr als zu dem GSSR? Ist es zu viel verlangt? Komm schon, wir haben uns alle versammelt. 1000 Zuschauer. Können wir den halt mitnehmen? Vegeta! Okay, ich will nicht ausrasten. Aber, Omega Shenlong Stimme. Komm her, Vegeta. Vegeta braucht jemanden. Oh, er ruft seinen Sohn. Er ruft sich selbst. Und er ruft eine Glatze. Hat er für uns eine Fusion? Ah, ich wollte gerade austicken. By the way, ist ein Dokkan-Fest-Banner. Heißt, die ganze Animation bedeuten, dass ihr einen Dokkan-Festival-Charakter zieht. Sei es Super Vegito, tralala. Nur Vegeto. Oh. Nur Vegeto Blue, sagt euch halt, dass ihr ein LR zieht. Oh, leider kein Bait. Und natürlich sind nur LR, Vegeta und, beziehungsweise LR Vegeta, Goku, Vegito, Gogeta in den Bannern. Oh, wow, okay, wir ziehen mehr. Wir ziehen schon mehr, so ist nicht. Nicht Featured Charaktere, aber wie ich meine, wir haben mehr gezogen als zu den GSR, deswegen ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Lunatic war nice, dich in der Lila gesehen zu haben. Haben ein Foto mit dem Kumpel gemacht. Danke nochmal für den Ehrenmargin. Kein Thema, mein Freund. War wirklich cool gestern. Vielen Dank, dass alle quasi, die mich erkannt haben, auf mich zugekommen sind. War echt schön. War wirklich gut. War wirklich korrekt. Aber Rest in Peace, Vegeta. Am Ende kommt noch Majin. Ist er im GS-Slot featured? Nein, ist er nicht. Okay, okay. Wir haben ihn schon gut gezogen. So ist es nicht. Ein Featured-Charakter haben wir gezogen. Der Majin Vegeta. Ganz ehrlich. Typisch, oder? Also. Typisch, oder? Charaktere, die ich will, die ziehe ich halt nicht. Thales ist hier drin. In jedem Banner, wo Thales ist, der ist für mich verflucht. Sogar Evo Vegeta ist hier drin. Über weitere Dupes hätte ich auch nicht nein gesagt. Aber Charaktere, wie ich will, man kennt's, ziehe ich nicht auf Anhieb. Da muss ich auf jeden Fall durch die Hölle. Aber, kommen wir mal zu Kakarot. Kakarot, der gefiel mir gestern im Film. Richtig gut. Wisst ihr warum? Ah, ich will nicht spoilern vielleicht, wenn es einer oder andere nicht gesehen hat. Aber der gefiel mir richtig gut, Kakarot. Und so wie ich Kakarot kenne, kommt er.
Wisst ihr warum? Weil Karotten ist für mich gerade eigentlich. Gebe ich auf ihn nichts, deswegen ziehe ich immer oft Karotz. So ist nicht. Nein, Freunde, ihr sollt nicht auch ganz klingen. Wir gucken einfach mal, was hier abgeht. Wir sind jetzt im zweiten Durchlauf bei Super Saiyan 4 Goku. Im letzten Multi von Vegeta haben wir wirklich sehr viel gezogen. Leider keine Featured Charaktere. Hast du für einen Super Saiyan Gott? Okay. 4 Multis, nur LR Vegetto. Naja, immerhin ein LR. Immerhin, mein Freund. Bin ich der Einzige, der hier der wegen unseres Party ist? Bide. 2 LRs in deinem nächsten. Wäre geil. Hashtag Karot. Hab LR mit 100 Stones gezogen. Gratuliere dir. Goku ab jetzt Best Friend mit Broly. Ich muss auch immer halb sterben. Ja, ist immer so eine Sache. Ist im Endeffekt noch reine Glückssache. Oh, wäre hier jetzt ein Ding gekommen. Fake Out. Bait. Das wäre richtig gut mit der Musik. Das wäre richtig geil mit der Musik. Hast du das bekommen? Wir haben viel gezogen, aber wir haben nicht das gezogen, was wir wollten. Also keine guten Features-Charaktere, sag ich mal. Genau. Wir haben einen Durchlauf bei Vegeta gemacht, Freunde. Haben kaum was gezogen, möchte ich sagen. Nur im letzten Mut, die waren. Oh, letzter Dupe für 22. Wenn die GS da kommen, dann ist auf jeden Fall nice, wenn sie gute Charaktere sind. Sehr schön, aber es ist wieder nur der GSSR. Okay. Okay, okay, okay. Also heute haben wir kein Glück, wie es aussieht. Was? Jetzt habe ich Karot zu hoch geredet, jetzt kommt er nicht. Ey, Boy, schau mich an. Karot, wir hatten eigentlich immer eine gute Beziehung. Sei es bei einem Vierfachen, sei es bei Full Power Goku. Enttäusch mich nicht, mein Freund. Enttäusch mich nicht. The Truth hat 1500 Souls gebraucht für jeweils einen von den beiden. Ja, was soll ich das? Erlen, es ist halt reine Glückssache. Und ich hoffe. Ich hoffe, jeder hat einfach Glück. Wisst ihr, was ich meine? Aber so läuft das leider nicht. Srorax. Was glaubt, wie geht's? Ganz gut. Wie geht's dir? Ganz gut eigentlich, aber langsam wäre ich ungeduldig. Ist LRGF schlechter als die neuen Dupes? Nee. Die sind wirklich alle sehr gut. LRGF, LR Super Saiyan 4 Goku, LR Super Saiyan 4 Vegeta, LR Vegito, LR Vegeta. 5 besten Units, so. Eine der 5 besten LRs, sag ich mal. Units auch auf jeden Fall. Warum ist Super Saiyan Goku nicht im Banner? Richtig gute Frage, gute Frage. Hätte man eigentlich bringen können. Okay, heute stimmt was nicht. Ich weiß, was ich heute gemacht habe. Ob ich schlechtes Karma bei mir habe, aber eigentlich nicht. Heute läuft gar nichts, wie es aussieht. Krass. Ex will ich auch noch aufgeschaut, muss morgen um 3 aufstehen. Oh, SKE, shit. Danke dafür, aber ey, wenn ihr was zu tun habt, dann macht es auf jeden Fall. Wer bist du? Ganz ehrlich, was ist das? Hier stimmt es vorne und hinten nicht, Freunde. Wir haben nur noch 2 Multis. BD. Beste Mann, die es hier gab? Ja, also die Neujahrsbanner waren besser auf jeden Fall, wegen den gratierten Steps, aber... Das kommt an. Ja, ist schwierig. Es ist immer noch ein LR-Banner. Die Rates sind halt 5% für 10 Charaktere SSR. Aber an sich so ist es wirklich eines der besten Banner. Also wirklich, wir haben jetzt LR Vegito, LR FIFA und die Charaktere, die Features sind auch sehr, sehr gut. Es ist die Pose. Ja, keine Ahnung, Karot-Pose. Ich bin nicht so dicke mit Karot. Karot? Achso, der hat. Okay, okay. Warte mal. Warte mal, warte mal. Karot? Warum schaut der mich so schief an? Der sitzt. Warum schaut der mich so schief an? Wartet mal, geht hier gleich was ab? Warum schaut der mich so schief an, Karot? Der hat doch irgendwas. Der führt irgendwas im Schiersee. Cosplays. Ich kann mir kein Fell wachsen lassen, Freunde. Cosplay geht gar nicht heute. Ich habe auch keine langen Haare parat. Keiner weiß, meine Jungs. Warte mal. Ich hab gerade 3 Stones und spare ab jetzt für LR Vegeta. Wie viele Stones bekomme ich zusammen? Einfach weiter sparen, mein Freund. Es gibt jeden Tag 5 Stones. Meinst du, die aktuellen Dugmatchers bekommen auch Stimmen? Ich denke nur die neuen. Nur neue, die hinzukommen werden. Oh, okay. Alter, was ist hier los? Wartet mal, das kann's doch nicht sein. Ist es gerade eine Simulation, wie man nur GSSR-Charaktere zieht? Oder sind wir auch hier, um andere Charaktere zu ziehen? Jetzt einfach schon der letzte Multi. Krass. Naja. Wenn wir wenigstens im letzten Multi mehr als den GSSR ziehen könnten. Ich schraube das jetzt ganz runter, dann wäre es gar nicht mal so schlecht. Freunde, wenn ihr mir noch zum Schluss eure Power geben könntet, damit vielleicht irgendwas passiert. Was machen wir? Anna Latara, lieben Dank für das Subscribe. Was geht ab? Ich blende das mal ganz schnell ein. Lieben Dank für das Subscribe. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und fürs Feuer natürlich auch. Jetzt kommt LR, sage ich.
Was machen wir? Was machen wir? Du musst die Silhouette nachmachen. Die Silhouette geht nicht. Der Chaot will nicht kommen. Group Summon. Okay, machen wir zum Schluss ein Group Summon. Falls ihr summon könnt, wollt. Genau so können wir unsere Energie sharen. Freunde, entweder jetzt im Group Summon oder dann im YouTube Upload quasi. Macht euch bereit. Ich zähle gleich runter für ein Group Summon. Egal welches Spiel eurer Wahl. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück. Viel Glück. Viel mehr Glück als meines. Kakarot. Ich kann es sein, dass ich Kakarot anflehen muss. Da merke ich schon, dass es nicht so gut lief. Aber ja, was soll man machen? Es sei denn, oh, Vegeta und Krillin. Okay, okay. Wenn Vegeta hier noch eine super Video-Anime hat am Ende, dann wäre es ganz geil. Notice Man, lieben Dank für dein Subscribe. Was geht ab? Also, Freunde. Warte noch ein wenig. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen, sei es auf Twitch oder im Stream-Upload. War trotzdem geil, wenn wir uns immer versammeln können, Freunde. Und einfach mal zum Summon zuschauen können. Yves, vielen Dank fürs Zuschauen, was geht ab? Und einfach mal Zeit und Resub, Dankeschön. Und einfach mal zusammen summen können. Gucken, wer hat Glück, wer hat nicht Glück. Freuen, trauern, egal. Ich zähle runter, Freunde, zum Group Summon. 3, 2, 1. Okay, leider kein Super Vegito. Super Saiyan 2. Ein Super Saiyan Gott, bitte, bitte. Nein. Super Saiyan 3, mit Super Saiyan 3 kann ich nichts anfangen, um ehrlich zu sein. Das ist Super Saiyan 3, sagt mir, ja, ich weiß doch so oder so, dass du ein GS er kriegst. Weißt du, was ich meine? Was bringt's mir dann noch? Oh, Baby. Warte mal. Baby hat gegen Karot gekämpft, ne? Baby hat gegen Karot gekämpft. Ja, nee, das wird nichts heute mit Predictions oder so. Ich bin kalt. Das wird euch gar nichts, wir ziehen heute nichts. Ja, kommt auch vor, was soll man machen? Können wir zum GSR skippen, bitte? Danke. Ja, danke, danke. Achso, aha, Gohan. Achso, danke. Ja, Freunde, so viel zu den Summons. So, Freunde. GG. Durch die Power der OZ-Fighter sind wir wieder hier. Die Jungs haben gesagt, du machst jetzt noch einen Durchlauf. Ich weiß, ich selbst schätze, Freunde, vielen Dank dafür. Deswegen, alles gut, aber die, die dabei sind, wisst, was ich meine. Alles gut. Alles easy. Shumbles, gib den Start. Vielen Dank für dein Subscribe. Dementsprechend fangen wir mit dem ersten Move hier an. An der Stelle, wir gehen jetzt auf Vegeta. In die Tage werde ich auf Vegeta gehen, auf jeden Fall. Oh, dann gucken wir mal, was hier abgeht. Wir haben nochmal 4 schöne Multiscan-Ende. Wir haben hier Tenkrillin, Buu und Piccolo. Okay, okay. Dann gucken wir mal, was jetzt abgeht. Ja, alles klar. Super Saiyan 1. Ah, okay. Elegator wird kommen. Wäre geil. Elegator wäre auf jeden Fall geil. So ist es nicht. Yamcha haben wir am Start, R Yamcha. Oh je, Freunde. Wird das wieder nur... Ah! Guck mal, wisst ihr, was witzig ist? Der ist im Goku-Banner featured, aber wir ziehen im Vegeta-Banner nicht featured. Also wenn die Nicht-Featured-Serie aufhören könnte, dann wäre es auf jeden Fall geil. Wir wollen Featured SSR. Dementsprechend gucken wir jetzt mal, wie das Ganze hier gleich abläuft. Wir haben hier Videl am Start. Wir haben hier Arthur, alles klar, mit seinem S. Und GSR wieder. Warum sind die Multis heute so kalt? Warum sind die Multis so kalt? Komm, wer ist das Banner? Kommt alle JP, mein Boy Azri, der hat aus den Bannern dreimal, der hat gerade geschrieben, der hat aus den Bannern einmal Super Saiyan 4 LR Goku gezogen, dreimal LR Vegito. Was? Azri, Glückwunsch an sich auf jeden Fall. Cosplay, ja wie, was soll ich machen, was soll ich habe nichts auf Lager vorne, ich bin heute unkreativ, bin ich ehrlich. Was macht der, wie steht er da, hat er auch seine, achso, guck mal, der Junge, der steht auch auf seine Hände. Okay, 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 okay. Guck mal, ich bin schon so verwirrt, dass ich, oder nervös, dass ich nicht mal weiß, dass ich rede. Naja. Super Vegito, habt ihr Vegeta oder was? Heißt, ein Dokkan Extreme Charakter ziehen wir. Ich hab das grad total. Krass. Ein Dokkan Extreme Charakter. Hier sind gute Dokkan Extreme Charaktere. Welche wird es sein? Ich habe gar nicht im Kopf gehabt, dass Vegeta daneben war. Weil ich merke gerade, das ist ein bisschen nicht ganz richtig skaliert, aber ich hoffe, das passt. Predator, lieben Dank fürs Follow. Ist mir gerade erst aufgefallen. Die rechte Seite, die Schrift, sieht das oben rechts. Das ist eigentlich eine Sache, die mir im Dorn liegt immer. Aber ich hoffe, es ist nicht schlimm. Denn wir haben hier einen... Also Super Saiyan 4 Vegeta wäre krank. Ja! Wo ist mein Apfel? Wo ist mein Apfel? Du kleiner Penner. Du kleiner Penner.
Jetzt brauch ich dich aber nicht mehr. Zur Seite, wir wollen Vegeta. Nein, Spaß, alles gut. Oh mein Gott, endlich Thales. Ich dachte grad. Oh mein Gott. Das war... No! Wie jetzt? Alter, was? So lange nicht gezogen, jetzt zweimal. Was? Sonic, was gehabt? Vielen Dank für 5 Euro. Was? Das war nicht mal das. Was war das für ein Multi? Was war das für ein Multi? Wie bitte? So lange nicht gezogen und jetzt droppt er zweimal nach Jahren? Wie? Keiner weiß. Dafür wirst du ihn auf Global in diesem Banner nicht ziehen. Egal. Ich hab Thales Gott sei Dank. Auf JP oder Global. Egal, Hauptsache wir haben. Groupsum will jemand. Das Matto, hast du Bock auf Groupsum? Freunde, lass uns den auch noch zum Groupsum machen, dann. Ihr wisst ja, das Ganze läuft, glaube ich, ein bisschen Zeit, sei es auf Twitch oder im Stream-Upload dann. Was war das für ein Sum gerade? Krass. Wir haben jetzt Piccolo am Start. Ich zähl gleich runter. Dritte Ansage auf Ansage, Elle Vegeta. Gucken wir mal, was da gleich abgeht. Aber Thales hat mich... Das war krank. Was war das gerade, ganz ehrlich? Einfach so. So! The Legend of Thales. Was geht ab, Candyman? Herzlichen Glückwunsch, endlich hast du ihn. Dankeschön, danke für 5 Euro und herzlichen Glückwunsch. Lieben Dank. Danke, und dann auch noch zweimal, das ist so, keiner weiß. Alright! 3, 2, 1. Okay, alles gut. Auf Ansage nochmal Thales, wenn Thales nochmal kommt, dann... Das ist halt... Super Saiyan Gott? Okay, leider nicht. Zieh einen roten Pullover, ich hätte sogar einen roten Pullover. Sollen wir das mal abusen? Cosplay, Hartz IV Cosplay, hat bis jetzt immer geklappt. Im letzten Multi, sollen wir das mal abusen? Der Fluch ist vorbei, endlich Asni. Soll ich mal... Okay, warte, ich mach das gleich. Zum letzten Multi, Freunde. Noch ein Hartz IV Cosplay raushauen. Ein Eller gab's leider nicht, Weekly Gecko. Friday, lieben Dank fürs Follow, was geht ab? Levi, huch. Mach langsam, alles gut. Noch. Hauch, sagt er. Okay, das war ein Cooldown-Multi jetzt. Das ist ein Cooldown-Multi. Okay. Zum letzten Multi, Freunde. Brauchen wir dann noch wirklich wahrscheinlich... Wir machen es einfach aus Tradition. Aber dann zum Abschluss, Freunde. Dann zum Abschluss, okay? Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Aber jetzt, Moment. Ja, das sieht doch schon mehr aus wie Super Saiyan 4. Ich glaube, ich hätte das tragen sollen die ganze Zeit. Das sieht doch schon mehr aus wie Super Saiyan 4. Verstehst du mich so richtig, wenn ich hier stehe? Und dann kommt auch Vegeta. Dann kommt auch LR Super Saiyan 4 Vegeta. Jetzt oder nie? Du sagst es, Secret Saiyan. Wir haben einen Featured Charakter. Jetzt oder nie? Ist das die neue Devise bei uns? Jetzt oder nie? Schauen wir mal. Mit Super Saiyan 4 Fällen, ja, ist schon ein bisschen, es trifft glaube ich gut. Also ein Featured Charakter haben wir, durch unseren Boy Krillin. Levi, Legends gönnt eh nicht mehr, lieber Dank 5 Euro. Legends gönnt eh nicht mehr. Levi, mach langsam. Wir wollen auf jeden Fall noch die Halbmusik ein bisschen mitnehmen. Don Leo, lieber Dank fürs Follow, was geht ab? Sag ich, Super Saiyan 4 jetzt. Alter, das Spiel trollt manchmal. Ich schwör's dir, das Spiel trollt manchmal. Guck mal, wir haben nichts gezogen, auf einmal ziehen wir alles. Das ist so krank. Gott sei Dank, also haben wir am Endeffekt nochmal Glück gehabt. Gott sei Dank, was ist jetzt los? Ich hab's gekommen mit Ansage. Einer von euch hat es echt gesagt, nennt mich später. Vielen Dank, Freunde, ey. Einer von euch hat es echt gesagt, dass Elegoita einfach kommt. Krass. Unglaublich.
Gib was von deinem Lack ab, bitte. Dieses Lack könnt ihr gerne annehmen. Das zuvor war eine Katastrophe, aber das nehmt ihr gerne an. Ah, Gassi, Glückwunsch, Dankeschön. LR-Charakter gezogen, quasi die höchste Rarität, die es gibt im Spiel. Krass! Okay, gut, da haben wir das war sehr schön. Das war sehr schön. Freunde, aber jetzt zum Schlusswort. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Hashtag OSIFighter, vielen Dank für den ganzen Support in der letzten Zeit. Ihr seid wirklich übertrieben gut unterwegs. Wir gehen auch wirklich sehr, sehr steil in der letzten Zeit. Ich bedanke mich wirklich bei jedem einzelnen von euch. Sei es hier auf Twitch oder dann im YouTube-Upload im Endeffekt. Danke fürs Zusehen, Freunde. Und Gott sei Dank haben wir noch wirklich dank unserer Powers gezogen. Ihr seid insane. Bis dann, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.